Okay. Opa! Nice aus! Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Skikanal. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Video, meinen Bro Kilian Nordhoff. Servus! So Leute, ihr habt mir auf Instagram unter einem Gewinnspiel die Frage gestellt, die ihr schon immer stellen wolltet. Und wir machen da jetzt eine mehrteilige Serie raus, weil wir haben die Fragen jetzt kategorisiert. Und die erste Kategorie heute geht um das Thema Ski-Equipment. Genau, also Kilian wird mir jetzt die Fragen stellen und ich werde dann gerne euren Fragen Rede und Antwort stehen. Auf geht's! Ja, wir haben die Themen mal zusammengefasst und jetzt geht gleich los mit der ersten Frage. Bin schon ganz aufgeregt. Der Kaiser fragt, wie viele verschiedene Ski besitzt du, Julian? Aktuell, die ich fahre, 4 von Völkel, 4 Ski. Das heißt den Race Tiger mit 27 Meter Radius, ein 1,88, den Race Tiger GS Pro 1,85, 21 Meter Radius, den Deacon 84 und 1,82 und dann noch den Völkel Mantra Reworks in, glaube ich, auch 1,86 oder 1,88 mit 100 mm unter der Bindung. Und sonst habe ich noch, glaube ich, so 4-5 Paar im Keller liegen, ältere Ski, die ich aber nicht mehr fahre. Okay. Ja, so ähnlich schaut es bei mir auch aus. Ein Haufen Ski im Keller. Nils Bell fragt, wie stellst du deinen Z-Wert ein? Rechnerisch oder einfach hochgedreht? Das ist jetzt eine heikle Frage. Da will ich vorab sagen, dass ihr immer ins Geschäft gehen solltet, um euch die Ski einstellen zu lassen. Bei mir ist es jetzt so, da ich sehr, sehr sportlich unterwegs bin, treffen bei mir die errechneten Werte nicht ganz auf die wirklichen Belastungen zu. So habe ich, kommt bei mir ein Wert raus von 8,5. Und wenn ich den auf meinem Riesenslalom-Ski habe und da einen richtigen Schwung reinsetze und mein Schlag kommt, dann ist der Ski sofort weg. Das heißt, ich persönlich für mich nehme das Risiko in Kauf und drehe selber den Ski hoch. Aber ja, wenn ihr jetzt nicht so sportlich unterwegs seid, geht immer ins Geschäft, weil dann habt ihr auch immer noch die Gewährleistung von demjenigen, der ihn eingestellt hat. Und da noch mal ein Wort der Warnung, wenn ihr selber oder bei jemandem anders den Ski einstellt, vor allem bei jemand anders, dann geht ihr in die Haftung rein. Wenn er sich dann das Kreuzband reißt, dann kann es sein, dass die Versicherung dann bei euch mal anklopft. Und deswegen nie die Bindung von jemand anders anfassen, außer ihr seid, habt halt ein Zertifikat, dass ihr das machen dürft. Genau. Gut, nächste Frage, oder? Ja. Was ist dein All-Time-Favorite-Ski? Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Aktuell fahre ich den Race Tiger GS in 27 Meter Radius, 1,88. Das ist der Ski, der mir gerade am besten taugt. Das ist einfach der Ski, der mir am meisten Sicherheit gibt, der auch am anspruchsvollsten zu fahren ist, wo ich auch noch mein Potenzial noch weiter ausschöpfen kann. Weil das ist ja so mein Ziel jetzt aktuell in der Skitechnik. Ich möchte eigentlich sehen, dass ich mein Potenzial möglichst weit ausschöpfen kann. Und da brauche ich halt einen Ski, der mir Feedback gibt. Und deswegen ist es der Ski. Ist jetzt natürlich, wenn ich in Paula gehe, nicht der ideale Ski, ganz klar. Aber wenn ich mich auf einen Ski festlegen würde, da müsste, dann wäre es für mich in meiner Situation jetzt gerade der Ski, wo ich auch weiß, dass ich den auch noch viele Jahre fahren kann. Ja, bringt dir Sicherheit und Stabilität, ne? Genau. Was ist deiner Meinung nach der beste Slalom-Ski überhaupt? Ja, Leute, da bin ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen überfragt, weil ich nur ganz, ganz selten Slalom-Ski fahre. Kann eigentlich kein gutes Feedback geben. Also, ich bin vielleicht in meinem Leben 2-3 Slalom-Ski gefahren, das ist auch schon alles wieder länger her. Von da ab möchte ich mich da gerne raushalten, weil ich da einfach selber keine qualitativ hochwertige Antwort geben kann. Naja, generell ist ja so, dass ein Slalom-Ski von der FIS 1,65 lang ist, mit 13,5 Meter Radius bei den Herren. Sprich, dementsprechend ähneln sich die meisten Skihersteller. Dann geht es nur noch darum, was in dem Kern vom Skischuh drin ist. Und dann vom Ski. Vom Ski, klar. Und dann ist das alles so ein bisschen dasselbe. Also beim Slalom-Ski ist tatsächlich wichtig, dass er diesen 13,5 Meter Radius hat, dass ihr um die Kurve rum könnt. Dann ja, ich meine, es gibt ja auch kleinere, ne, für die noch nicht so gut fahren, ne, aber ja. An sich ist der genormt. Genau. Ja. Wenn man jetzt die Fistnummer hat. Genau. Wie viel Ski hast du bisher in deinem Leben verschlissen? Das ist eine gute Frage. Ich habe meinen Race Tiger GS mal verschlissen, dann noch einen anderen. Den, genau, 1, 2, 3, 4.
Also verschlissen jetzt per Definition, dass der halt kaputt gegangen ist, dass die Kante rausgebrochen ist, der Kern rausgebrochen ist. Ich bin so bei roundabout 5, 6. Jetzt fallen mir 6 Paar Ski ein. 6 Paar? Ja. Ja, beim letzten haben wir es ja festgestellt, dass da so ein bisschen schnattert vorne in der Schaufel. Ja, leider. Also Maxi fragt, warum hast du in deinem Skirepertoire kein Slalom-Ski? Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin früher Slalom-Ski gefahren und ich bin halt dann auf die höheren Skilehrerausbildung gegangen und da wurde mir immer empfohlen, mehr auf einen Riesenslalom-Ski zu gehen. Weil der Slalom-Ski lässt sich natürlich gut, sehr gut im Kurzschwung fahren, aber im mittleren Radius macht es dann nicht mehr ganz so viel Sinn, weil der Schwung dann einfach sehr, sehr klein wird. Und andererseits ist es halt ein Ski, der sehr gut in die Kurve reinsteuert, wo man jetzt auch nicht so super gut am Ski stehen muss. Das heißt, der Ski, der funktioniert auch, wenn man jetzt nicht so gut in der Skitechnik ist. Und das ist natürlich dann kein guter Ski, wenn man sich verbessern möchte. Wenn man einfach das Feedback nicht hat, wie soll man sich dann verbessern? Es ist dann halt so Arbeiten ins Blaue hinein, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt. Und der andere Punkt ist, dass ich häufig Slalom-Ski als sehr aggressiv wahrgenommen habe, wo man am Ende der Kurve so einen Rebound bekommt und finde das jetzt von den Knien, von den Gelenken her nicht ganz so angenehm. Und da ich den Sport noch machen will, bis ich tot umfalle, muss ich da auch ein bisschen auf meinen Körper Acht geben. Ja, zusätzlich bist du ja auch ein schneller Skifahrer. Unser Slalom-Ski ist nicht wirklich auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Der wird dann irgendwann flatterig vorne. Das ist auch einfach wegen der Kürze, genau. Ja, Leute, ich hoffe, die Fragen haben euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann können wir auch wieder regelmäßiger so ein Q&A-Format machen. Ich gehe sehr, sehr gerne auf eure Fragen ein. Ich bedanke mich bei meinem Bro Kilian Nordhoff. Links in der Beschreibung. Und jetzt freue ich mich dann gleich im nächsten Q&A auf einen anderen Themenbereich einzugehen. Ich denke mal, wir reden dann über Skigebiete, oder? Skigebiete wird's, ja. Sehr cool. Leute, lasst euch gut gehen. Bis bald. Ciao.